Nach der Niederlage der Kroaten gegen Brasilien vom Sonntagabend ist klar, gewinnt die deutsche Nationalmannschaft am Montagabend das Duell gegen Kroatien, ist das Halbfinalticket gelöst. Doch Vorsicht, die Kroaten wissen einige Spieler mit Weltklassenniveau in ihren Reihen. Wir haben die Leistungsträger beider Teams im Head-to-Head-Vergleich. Im Club beim THW Kiel hinter Niklas Landin häufig nur zweiter Mann, überzeugt Andreas Wolf bislang einmal mehr im Trikot der Nationalmannschaft. Die Quote von 39% gehaltener Bälle gehört immer noch zu den besten Werten im Turnier. Wolf überzeugt in den 1-gegen-1 Duellen sowie mit starkem Zusammenspiel mit dem Mittelblock. Kann in dieser Verfassung ein ganz wichtiger Faktor sein. Die Torhüterleistung machte bei der jüngsten Niederlage gegen Brasilien den Unterschied. Als Kroatiens Schlussmänner nicht an die überragende Leistung von Leonardo Terkeril herankamen, Stevanovic hinterließ insgesamt im Turnier aber einen soliden Eindruck, schafft es aber nicht an das Niveau von Andy Wolf oder auch Silvio Heinevetter heran. Punkt für Deutschland, 1:0 führt nach mit 36 Toren die teaminterne Torschützenliste an, liebäugelt insgeheim noch mit der Torjägerkrone. Der deutsche Kapitän geht voran, übernimmt Verantwortung von links außen und vom 7-Meter-Punkt. Seine Abschlussquote stimmt ohnehin nahezu immer, liegt aktuell bei 75%. Gerade in den entscheidenden Spielen muss Gensheimer jetzt weiter liefern. Blickt auf Clubebene auf 12 nationale Meistertitel in Folge zurück. Mit über 150 absolvierten Länderspielen bringt der 30-Jährige viel Erfahrung ins kroatische Team. Beste Partie gegen Bahrain mit 11 Treffern. Als Gegenstoßspezialist weiterhin treffsicher, von der Linksaußenposition aber nicht so variantenreich wie Gensheimer. Punkt für Deutschland, 2:0 der 1,95-Millionen-Hühne kommt bei den Rhein-Neckar-Löwen in dieser Saison fast gar nicht zum Zug, ist im DHB-Team aber eine feste Größe. Er erzielte bisher 18 Turniertore und holte sich schnell das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Im Defensivspiel weiter mit Defiziten, wird zumeist für einen Abwehrspezialisten ausgewechselt. Ein richtiger Shooter auf der linken Rückraumposition fehlt den Kroaten auch in diesem Turnier. Igor Karadzic zeigte schon ansprechende Leistungen, liegt mit einer Abschlussquote von unter 50% aber klar unter dem Niveau der Topspieler auf der Königsposition. Wird auch gegen Deutschland nicht der entscheidende Mann sein. Punkt für Deutschland, 3:0 der Zweitligaspieler zeigt bisher genau das, was Bundestrainer Christian Prokop von ihm verlangt, er ordnet den aufgebauten Angriff, sagt die Konzeptionen an und sorgt für Tempowechsel. Sucht nur selten die eigenen Chancen, das wird von ihm aber auch nicht unbedingt verlangt. Insgesamt ein grundsolider Mittelmann im bisherigen Turnierverlauf. Der 30-Jährige vom THW Kiel ist und bleibt der große Star im Team der Kroaten. Ist hinten wie vorne unersetzlich, tritt als Wortführer und Führungsspieler auf. Glänzt im Rückraum sowohl in der Mitte als auch auf Halblinks und tritt als Torschütze, 35 Treffer und auch als Vorbereiter, 25 Assists in Szene. Punkt für Kroatien, 3:1 der Berliner übernimmt in vielen Situationen Verantwortung, ist im Team vor allem aufgrund seiner Flexibilität und Spielübersicht geschätzt. Zuletzt aber auch immer wieder mit Unsicherheiten im Spiel, auch die Abschlussquote lässt noch Luft nach oben. Dürfte für den angeschlagenen Steffen Weinhold aber erneut beginnen. Mit bislang 37 Turniertoren einer der wichtigsten Tormaschinen bei den Kroaten. Die 2,01-M-Kante trifft zuverlässig im rechten Rückraum, die Quote liegt bei 65% verwandelter Würfe. Gehört auch bei Paris Saint-Germain auf Clubebene zu den Besten. Schließt am liebsten wurfgewaltig über den gegnerischen Block ab.
Punkt für Kroatien, 3:2 als einziger gelernter Rechtsaußen im deutschen Kader gesetzt. Mit 15 geworfenen Toren in 6 Spielen bisher nicht überzeugend. Ist vom Bundestrainer mit großer Verantwortung belegt worden, wird dieser Rolle nicht völlig gerecht. Wird aber auch gegen Kroatien die rechte Außenbahn beackern und sich als Gegenstoßspezialist bewähren können. Sicher aus der rechten Ecke und vom 7-Meter-Punkt, traf schon 35 Mal. Überragte beim immens wichtigen Vorrundensieg gegen Spanien, als er mit 8 Toren den Unterschied ausmachte. Darf von Gegenspieler Gensheimer nicht aus den Augen gelassen werden. Bisher ein Kandidat für das All-Star-Team. Punkt für Kroatien, 3:3 auf keiner anderen Position ist die deutsche Auswahl so stark besetzt wie am Kreis. Pikula durfte bisher zumeist starten, Bundestrainer Prokop kann ohne weiteres auch Kohlbacher oder Wiencheck aufbieten. Der Kielstar gilt als Musterprofi, abschlusssicher und überragender Deckungsspieler. Sein Wort hat Gewicht, intern und extern. Spielt eine bärenstarke WM und kann als Äquivalent zu Hendrik Pekele angesehen werden. Bringt ähnliche körperliche Voraussetzungen mit 2,00 Metern groß, 109 Kilogramm schwer, hinten wegen seiner Zweikampfstärke und Aggressivität unersetzlich. Als Stammspieler beim SC Magdeburg auch in der HBL bestens bekannt. Die bessere Breite im DHB-Team macht hier den Unterschied. Punkt für Deutschland, 4:3, die DHB-Auswahl entscheidet unser Head-to-Head mit 4:3 für sich. Das Halbfinale ist zum Greifen nah und das DHB-Team wird uns nicht enttäuschen. Die Einzelspieler auf Seiten der Kroaten bürgen zwar für Qualität auf höchstem Niveau, vor allem die bessere Kaderbreite bei den Deutschen könnte aber der entscheidende Vorteil werden. Auch der zusätzliche Ruhetag spricht im Übrigen klar für Deutschland.